Herzlich willkommen zu meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Mein Name ist Veit Lindau und ich lade dich heute ein, dich deinem inneren Frieden zu widmen. Der Kunst des Loslassens und der Macht der Vergebung. Viel Freude beim Hören und wertvolle, heilsame Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu einer dritten Session und zu einem von meinem mittlerweile absoluten Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so langsam in die Kurve einbiege zur zweiten Hälfte meines Lebens, aber ich verspüre zunehmend das Bedürfnis, geistig leicht zu reisen und nicht mehr unnötig irgendwelche geöffneten Rattenschwänze mit mir herumzuschleppen. Loslassen und Frieden. Stell dir vor, ich würde jetzt gerade wirklich bei dir in der Küche sitzen oder im Wohnzimmer oder wo auch immer du jetzt gerade dieses Video anschaust. Und stell dir vor, du würdest mich wirklich als einen guten Freund begreifen, dem gegenüber du nichts spielen müsstest, dem gegenüber du dich total ehrlich zeigen könntest. Und du würdest zu mir sagen, Veit, ich wünsche mir inneren Frieden, aber das und das steht mir im Weg. Und ich würde dich zurückfragen, was genau belastet dich? So, was gibt es in deinem Leben, was dich belastet? Vielleicht bist du gerade ganz glücklich und sagst, dich belastet überhaupt nichts, du bist gerade frei wie ein Schmetterling. Dann genieß diese Session einfach als Zuschauer, als Zuschauerin. Bereite dich darauf vor, dass es bestimmt auch nochmal irgendwann bei dir passiert. Aber wenn du dich gerade angesprochen fühlst, möchte ich dich gern von Mensch zu Mensch fragen, was belastet dich? So, was liegt dir auf der Seele? Was liegt auf deinem Herzen? Und warum? So, wie können Dinge, Themen, die meist schon lange vorbei sind, uns im Hier und Jetzt immer noch so beschweren? Loslassen ist in einer gewissen Weise eine ganz gemeine Sache, weil du hast bestimmt schon mal den Ratschlag bekommen, lass doch einfach los. Und dann weißt du, wenn dich gerade was belastet, wenn du gerade in was drin hängst, das geht eben nicht so einfach, das Ding loszulassen, sondern irgendwie klebt es an uns. Und das Fiese an diesem Ratschlag, lass doch los, da ist ein sogenannter Double Bind drin. So nennt die Psychologie das, wenn du einen Ratschlag bekommst, den du nicht wirklich umsetzen kannst. Weil auf der einen Seite macht es natürlich Sinn zu sagen, ja, ich lass los. Auf der anderen Seite, wenn du etwas willentlich loslassen könntest, dann wäre es nicht mehr wirklich losgelassen, sondern dann wäre es quasi ein kontrolliertes Abstellen. So, deswegen funktioniert Loslassen in der Regel nicht. Besonders dann nicht, wenn die Kacke gerade richtig am Dampfen ist, wenn wir gerade traurig sind, wenn wir gerade wütend sind oder wenn wir Angst haben, funktioniert es einfach nicht. Aber was können wir tun? Loslassen ist paradoxerweise essentiell als Grundhaltung für unser Bewusstsein, damit es möglichst klar und einfach bleibt. Ich habe darüber gesprochen, dass wir in Zeiten leben, wo die Herausforderungen für uns alle immer, immer mehr zunehmen. Das heißt, wenn wir nicht gut aufpassen, dann haben wir uns am Ende eines jeden Tages noch mehr sogenannte offene Loops eingefangen. Was ist ein offener Loop? Zum Beispiel, wenn du mir jetzt gerade aus reiner Begeisterung versprechen würdest, boah, ich mache ab jetzt jeden Tag Yoga und dann schaffst du das vielleicht nicht oder hast vielleicht gar keinen Bock, dann hast du aber dadurch, dass du mir das versprochen hast, hast du in deinem eigenen Bewusstsein einen Loop geöffnet, okay? Und selbst wenn du glaubst, der wäre nicht mehr da, in bestimmten Momenten ploppt der hoch und du merkst, es belastet dich eben doch. Ein gutes Beispiel dafür ist Frühjahrsputz. Ja, so, wir können über lange Zeit hinweg, zumindest Menschen wie ich, die Unordnung in einem Zimmer vernachlässigen, darüber hinwegschauen. Aber wenn wir uns da mal Zeit nehmen, wenn wir uns hinschauen, wenn wir mal die Dinge raussortieren, dann merken wir plötzlich, wie sehr sie uns auf einer unbewussten Ebene belastet haben. Und das betrifft halt nicht einfach nur unseren Keller oder unseren Kleiderschrank, sondern es betrifft halt vor allen Dingen auch unser Bewusstsein. So, jedes Mal, wenn du einen Kreislauf des Lebens nicht vollendest, bleibt ein Loop hier oben offen.
Und es gibt Theorien, die mittlerweile sogar relativ fundiert sind, die davon ausgehen, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, dass Depressionen immer mehr zunehmen, weil wenn ein Mensch immer mehr kleine Loops in seinem Kopf offen hat, dann geht er am Abend ins Bett und er kommt gar nicht mehr zur Ruhe, weil das quasi die ganze Zeit rumort, sich aber eben nicht schließt. Das Gefühl kannst du bestimmt auch. Ja, plötzlich bist du hellwach und denkst, boah, das ist noch. Jetzt gibt es diese kleinen Loops, es gibt natürlich aber auch die großen, fetten Loops. Also wir haben mit Menschen Sachen offen. Ja, wir kennst du sicher auch, dass du in deinem inneren Dialog manchmal noch Jahrzehnte später mit einem ganz bestimmten Menschen einen Dialog führst und mit ihm haderst und denkst, hey, das hätten wir doch damals besser hinkriegen müssen oder du hast es falsch gemacht. So, wir können nicht wirklich loslassen und gleichzeitig müssen wir loslassen. Was kannst du tun, damit dein Bewusstsein möglichst offen bleibt? So, das Erste, was du tun kannst, ist dir anzugewöhnen, möglichst alle Kreisläufe in deinem Leben so bewusst wie möglich zu vollenden. So ein ganz einfaches Beispiel: Du verabschiedest dich von deinem Liebsten, wenn er morgen zur Arbeit geht. Schau ihm bitte nochmal wirklich bewusst in die Augen. Sag ihm nochmal, wie sehr du ihn liebst und schließ für diesen Moment eure Beziehung ab. Wenn du am Abend ins Bett gehst, mach dir klar, das ist nicht einfach nur ein Tag gewesen, heute zum Beispiel, das ist ein ganzes Universum gewesen. Und oft hilft es uns, wenn wir am Abend nochmal zur Ruhe kommen, rekapitulieren und uns fragen, was war heute in diesem Tag meines Lebens wichtig? Und das rund machen. Also wirklich die Dinge immer wieder zu vollenden. Ganz bewusst zu vollenden, zu sagen, okay, jetzt esse ich, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich das. So, das hält uns in diesem Zustand. Das Zweite ist, so wenig wie möglich offene Loops in deinem System schaffen. Und dafür brauchst du Wachheit, dafür brauchst du die Klarheit, die wir in der letzten Sequenz angesprochen haben. Auch hier ein ganz einfaches Beispiel. Andrea und ich sind zwei Hitzköpfe, vorsichtig ausgedrückt. Und wir haben uns wirklich echte Beziehungsschlachten geliefert. Ich wollte gerade sagen episch, aber die waren nicht wirklich episch. Die waren eigentlich öde, aber die waren zum Teil sehr schmerzhaft. Und was wir oft gedacht haben, wenn wir so einen Loop eröffnet hatten, wir müssen den jetzt bis zum Ende streiten. Wir müssen alles durchdiskutieren und das hat dann 2-3 Stunden gedauert, manchmal Wochen. Irgendwann haben wir gemerkt, dass es da einen Moment gibt, wenn die Möglichkeit eines Streits aufsteigt, wo wir die Wahl haben, jetzt zu sagen, wir berühren dieses Thema nicht. Und das ist ein faszinierender Moment. Ich bin mir sicher, dass du den kennst. Aber je achtsamer du lebst, und da kann dir zum Beispiel Yoga und Meditation sehr helfen, umso machtvoller ist dieser Moment. Da kommt was hoch, was weiß ich, vor dir steht jemand im Alltag und beleidigt dich einfach. Und du kannst für einen Moment wie eine Zeitlupe sehen, wie dein eigenes Ego kurz davor ist, den Loop aufzugreifen, einzusteigen. Und du hättest auch das ganze Recht all dieser Welt auf deiner Seite. Und wenn du in so einem Augenblick aus diesem inneren Zeugenbewusstsein heraus innehältst und dich fragst, brauche ich das noch? Muss ich da jetzt wirklich einsteigen? Ja. So, ich habe mich zum Beispiel, ich bin auf Facebook sehr aktiv, ja. Ich habe mich ganz oft total echauffiert und reingehangen, wenn irgendjemand irgendwas Doofes geschrieben hat, etc. Mittlerweile ist es meistens so, dass ich sehe, wie es kommt und mich dann frage, brauche ich den Loop jetzt noch? Und dann schaue ich auf mein Leben und denke, nee, brauche ich nicht mehr. Und da gibt es diesen magischen Moment, wo es da ist und du einfach sagen kannst, ich lasse es jetzt wieder los. Das mag ich dir dann gern in der Meditation nochmal näher bringen, damit du es wirklich erfahren kannst. Die zweite wichtige Frage ist natürlich, was machen wir mit den Loops, die wir uns schon eingefangen haben? Und hier ist für mich das Stichwort und deswegen liebe ich dieses Thema so, Vergebung. Vergebung hat natürlich eine ganz große Dimension, wenn wir an schlimme Dinge denken, die uns im Leben passiert sind. Und wir einen Teil unseres Bewusstseins dort relativ festgefahren haben. Ja, bestimmt kennst du Menschen oder vielleicht betrifft es dich sogar selbst. Dann weißt du, wenn wir für etwas in unserer Vergangenheit grollen, dann zwingt uns dieser Groll förmlich immer wieder in unserem eigenen Bewusstsein zum Tatort zurückzukehren, das wieder durchzuspielen, obwohl es eigentlich vorbei ist. Und ich habe vor kurzem in einem
in einer Serie, die ich sehr schätze, Lucifer heißt die, eine wunderschöne Metapher gefunden für die Hölle, nämlich nicht die Hölle als etwas, wo der Teufel uns reinsperrt, um uns zu bestrafen, sondern die Hölle als diese geistigen Kammern in uns, wo wir etwas, was wir einem anderen Menschen oder uns selbst nicht vergeben haben, wieder und wieder und wieder und wieder durchleben müssen. So, das ist die Hölle. So an deinem Frühstückstisch zu sitzen, gesund zu sein, draußen zwitschern die Vögel und anstatt diesen Moment zu genießen, darüber nachzudenken, was vielleicht letzte Woche war oder dass dich irgendwann mal jemand beleidigt nicht gesehen hat, das ist geistige Hölle. Also wie kommen wir aus diesen Loops raus, aus diesen geistigen Kammern, in denen wir uns gefangen haben? Erstens, indem wir überhaupt verstehen, dass wir uns durch Groll immer nur selbst bestrafen. Zuerst sieht es vielleicht so aus, als wenn der Groll auf unserer Seite stehen würde. Aber was der Groll tatsächlich macht, ist, er schneidet uns ins seelische Fleisch immer und immer wieder. Und verstehe mich bitte nicht falsch, natürlich gibt es Leute, die bauen echt Scheiße. Ja, und das will ich überhaupt nicht rechtfertigen. Aber dein Groll ändert ja daran nichts. Dein Groll ändert auch nichts an deinem Fehlverhalten. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist relativ sehr groß, dass du es weitermachst. Also erst einmal überhaupt zu verstehen, Groll nutzt überhaupt nichts, Groll vergiftet dich einfach nur. Und ich rede jetzt nicht nur von dem großen Groll, ja, über diese ganz schlimmen Dinge, sondern ich rede jetzt, möchte gerne mit dir auch über diesen kleinen Groll reden, den wir ganz oft im Alltag nicht mal mehr merken. Ja, wenn uns irgendetwas nicht so gelungen ist, wie wir es gerne haben möchten. Wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, wir sind es nicht eingegangen oder irgendjemand hat uns enttäuscht und dann grollen wir gleich. Oder wir haben uns darauf gefreut, dass heute schönes Wetter ist und dann grollen wir dem lieben Herrgott, weil es regnet. So diese kleinen Dinge, die vergiften unser Bewusstsein und die sorgen für Unfrieden. Also erstmal zu erkennen, Groll nutzt dir nichts. Zu verstehen, dass Vergebung ein unglaublich intelligenter Lebensstil ist. Vergebung bedeutet nicht, zu jemand anderem zu sagen, mach du einfach so weiter. Vergebung bedeutet, ich reinige mein Bewusstseinsfeld immer wieder, weil ich möchte gerne in Frieden sein. Ich möchte dir gerne kurz die drei Stufen der Vergebung vorstellen, weil, wie ich bereits am Anfang sagte, wir können nicht bewusst loslassen. Wir können zum Beispiel nicht sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, jetzt vergebe ich. Aber wir können uns dem nähern, wir können das vorbereiten. So die erste wichtige Stufe der Vergebung ist, dass wir ganz ehrlich mit uns sind und uns fragen, muss, bevor ich das wirklich loslassen kann, etwas gefühlt werden? Also wenn ich zum Beispiel Scheiße gebaut habe, ja, mal angenommen, ich habe mit Andrea auf eine Art und Weise geredet, die wirklich verletzend war. Dann kann ich natürlich, wenn ich das erkannt habe, ganz schnell zu ihr hingehen und kann sagen, oh sorry Baby. Aber ich habe gemerkt, dann ist es nicht wirklich vollendet in mir, sondern für mich ist es wichtig, dass ich mir erstmal Zeit nehme, den Schmerz zu spüren, den ich sehr wahrscheinlich gerade kreiert habe. Und nicht im Sinne von mehr Kulpa, ich mache mich jetzt klein, sondern einfach zu sagen, ich nehme mir Zeit, den Schmerz zu spüren, der durch meine Ignoranz hervorgerufen wurde. Das löst einen Lernprozess auf einer tieferen Ebene aus, als wenn ich nur einfach drüber nachdenke. Wenn du einem anderen Menschen etwas vergeben möchtest, dann kann es sein, dass es am Anfang eben nochmal wichtig ist, deine ganze Wut zu spüren, deine ganze Enttäuschung zu spüren. Ich habe oft mit Klienten zu tun gehabt, die tapfer, aber zu schnell vergeben wollten. Ja? Und die ich ermutigt habe, auch erstmal wirklich ihre ganze Entrüstung, ihre ganze Enttäuschung zu spüren, egal wie kindlich sich das anfühlt, aber das erstmal zu fühlen. Der zweite wichtige Schritt ist, dich zu fragen, gibt es etwas, was noch getan werden muss? Ja? Loops sind zum Teil deswegen offen, weil wirklich etwas getan werden muss. Manchmal ist es extrem wichtig, zu jemand anderem nochmal hinzugehen und zu sagen, ich möchte dir einmal noch in die Augen sagen, das hat mich wirklich verletzt. Oder aber jemand anderen in die Augen zu sehen und zu sagen, ich möchte dir gern aufrichtig sagen, es tut mir wirklich leid, sorry. So, das ist auch so ein Sprung, den wollte ich früher mal gerne überspringen, so nach dem Motto, ja, ist doch vorbei, lass uns weitermachen. Aber ich habe gemerkt, es ist wichtig. Und auch hier wieder, es geht nicht darum, dich klein zu machen, sondern es geht darum, das herzugeben, was zu tun ist. So, manchmal können wir einfach nichts mehr tun.
Manchmal ist es Zeit, hinzuschauen und zu sagen, ich kann wirklich nichts mehr tun. Aber manchmal können wir noch was tun. Ich habe schon Klienten gehabt, die konnten es einem bestimmten Menschen gegenüber nicht mehr gut tun, weil der einfach gestorben war. Aber sie haben sich dafür jemand anderen gesucht. Sie haben zum Beispiel ein Kind adoptiert oder sie haben etwas Gutes getan und nicht aus dem Kopf heraus, sondern weil ihr Herz gesagt hat, hey, tu das und dann wird es dir besser. Also erster Schritt, gibt es was zu fühlen? Und zweiter Schritt, gibt es was zu tun? Und tun bedeutet für mich auch, neben dem, dass ich wirklich so richtig körperlich was tue, dass ich mich mental damit beschäftige, mich frage, gibt es etwas zu verändern? Ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich bin extrem misstrauisch Menschen gegenüber, die sich sehr viel entschuldigen, ja, die ganz schnell kommen, oh, das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid. Weil dahinter ist meist kein echter Erkenntnisprozess zu hören. Es ist viel anstrengender, aber effektiver, wenn sie jemand sagt, okay, das tut wirklich weh, ich habe wirklich Scheiße gebaut und ich setze mich jetzt hin und ich denke mal 10 Minuten drüber nach, was kann ich denn in Zukunft anders machen, was kann ich korrigieren, damit das nicht wieder vorkommt. Also zu diesem Tun gehört auch wirklich dazu, Korrekturen zu treffen. Wir können das Leben eines anderen Menschen nicht korrigieren. Ja? So sehr wir uns das manchmal wünschen, dass jemand anderes jetzt gerade etwas erkennt oder dass jemand anders zu dir kommt und sich entschuldigt. Es ist extrem wichtig für diesen Vergebensprozess zu begreifen, du bist hier und du bist der einzige Mensch. Du bist das einzige Bewusstseinsfeld, über das du so halbwegs Macht hast. Was diese Menschen da draußen zu lernen haben, was ihr Karma vorschlägt, ob sie noch 10.000 Mal gegen dieselbe Wand rennen müssen oder ob sie etwas erkennen, ist nicht dein Ding. Aber was du machen kannst, ist deinen Erkenntnisprozess auf deiner Seite abschließen. Und im dritten Schritt, und das finde ich, puh, das ist manchmal so schwer, aber wenn uns das gelingt, dann passiert das Loslassen tatsächlich ganz oft, ist zu realisieren, dass immer dann, wenn wir uns selbst grollen oder einem anderen Menschen, das auf einer Lüge basiert. Nämlich auf der Lüge, ich weiß eigentlich genau, wie es hätte sein sollen. Also wenn ich zum Beispiel meine Arbeit, und das passiert häufig, nicht zufrieden bin damit, wie ich etwas rüberbringe, dann gibt es Gott sei Dank immer weniger. Aber früher war dann oft danach, wenn ich von der Bühne komme, so ein Groll in mir da, fuck, warum hast du es nicht rübergebracht? Und dann habe ich mich hingesetzt, ich habe das gefühlt, ich habe geguckt, was ich verändern kann. Aber dann habe ich mir auch Zeit genommen, mir klar darüber zu sein, wer sagt, dass ich das hätte besser hinkriegen können? Konnte ich nicht. So die Menschen, denen du in deinem Leben grollst, denen grollst du auch, weil du glaubst, zu wissen, dass sie sich eigentlich anders hätten verhalten müssen, können. Und ich weiß, das ist jetzt ein harter Hund, besonders wenn du an einer bestimmten Stelle festhängst. Kann sein, dass bei einigen von euch jetzt gerade so empört das Herz aufschreit und sagt, Feit, das ist aber auch wahr. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit einem Täter auseinandergesetzt hast, mit jemandem, der wirklich, wirklich großen Mist gebaut hat und zugehört hast. Einfach nur zugehört hast, wenn er zum Beispiel erzählt von seiner Kindheit. Und wenn dir plötzlich offenbar wird, dass wir alle nicht einfach nur so plumps auf die Erde kommen, sondern wir sind alle das Ergebnis von einem Geflecht von Leben. Ja, also hinter jedem Menschen stecken seine Ahnen, stehen ein Haufen Wechselwirkungen, stecken seine Gene. Also wir sind da, wo wir jetzt gerade sind, da, wo du jetzt gerade sitzt und da, wo ich gerade bin, eben nicht hundertprozentig allein verantwortlich, sondern wir sind auch das Ergebnis von Wechselwirkungen. Ja, so ich bin, sitze hier auf die Art und Weise, wie ich hier gerade sitze, weil meine Eltern auf eine bestimmte Art und Weise und. Und das entlässt mich nicht aus der Verantwortung, das Beste draus zu machen, aber dich selbst ein Leben aus dieser größeren Perspektive zu betrachten, gibt dir die Möglichkeit zu sehen, hey, alles, was du eigentlich die ganze Zeit machst, ist in diesem riesigen Universum als kleiner Schiss dein Bestes zu geben. Wenn du ganz ehrlich bist, keiner von uns weiß wirklich, wo hier echt vorne und hinten ist. Keiner von uns kann neben all den vielen coolen spirituellen Konzepten, die wir haben, sich wirklich in der Tiefe erklären, was das hier wirklich ist.
Wir machen alle das Beste draus. Wir geben dem allen Sinn. Wir geben uns Mühe. Und das ist auch gut so. Aber am Ende eines Tages innezuhalten, auf diesen Tag zurückzuschauen und dir zu sagen, ich habe echt das Beste gegeben und mehr war heute nicht drin, das hilft dir, die Loops zu schließen. Das hilft dir auch manchmal zu sagen, ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Was mir manchmal extrem hilft, also wieder noch mehr in Frieden mit mir zu kommen, ist eine sogenannte Loop an, jetzt fehlt mir das Wort, siehst du, kann ich mir gleich grollen dafür. Nicht Amnesie, an, ist egal, du, ich meine das Wort, weißt du, wenn du etwas loslässt. Amnestie meine ich. So, also einfach, dir einfach mal anzuschauen, dass ganz viel von deinem inneren Stress daher kommt, dass du eine riesen lange Liste dafür hast, wer du zu sein hast, wie du drauf sein hast, also wie viel Sport du machen musst und so weiter und so weiter. Und sehr wahrscheinlich vieles von dem ist zu viel. Und was manchmal gut tut, ist, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich entlasse mich heute Abend, vielleicht heute Abend, offiziell aus all diesen Vorhaben. Ich entlasse mich aus dem Anspruch, ein perfekter Mensch zu sein. Ich entlasse mich aus dem Anspruch, jeden Tag an meiner Transformation arbeiten zu müssen. Ich entlasse mich aus dem Anspruch, die Welt retten zu müssen. Das Spannende ist, probiere es mal selbst aus, dass ich dann oft schon wieder Lust daran habe, Dinge zu machen, aber dann wirklich aus dem inneren Frieden heraus, weil ich mir bis hierher vergeben habe und weil ich neu anfangen kann. Ich hoffe, das berührt dich. Also mir liegt das Thema extrem am Herzen, weil ich heutzutage ganz, wirklich viele Menschen auf der Straße mit so einem Altlast durch die Gegend rennen sehe. Also mit Hader über sich selbst, aber auch ganz viel Hader über die Welt. Vergebung ist für mich der intelligenteste Lebensstil. Um wirklich jeden Abend sagen zu können, ich gehe frei ins Bett. Und wenn ich morgen früh aufstehe, dann mache ich das als freier Mensch und beginne den Tag wirklich neu. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Yoga und ich freue mich dann schon auf eine richtig schöne Loslassmeditation. Ich danke dir. Das war ein Kapitel aus dem Podcast Seelengevögelt, die Rebellen des Geistes von Veit Lindau. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn ich so die Möglichkeit hätte, in deinem Leben einen kleinen, guten Unterschied zu bewirken.